Herzlich willkommen, liebe Freunde und Mitmenschen, zu einer neuen Ausgabe. Heute geht es mit den Koltsov-Korrekturen weiter. Im Moment ist es ja so, wenn wir uns die Atmosphärenelektrizität, auch die Schumann-Resonanzen anschauen, dass wir unwahrscheinlich starke Verschiebungen haben. Und wenn wir in unsere elektromagnetische Wahrheit unseres Seins reingehen, dann werden wir also sehen, dass es hier massive Verschiebungen im elektromagnetischen Spektrum unserer Biosphäre gegeben hat. Und da ist im Moment sehr viel Handlungsbedarf da. Und auf den möchte ich heute mal ein bisschen eingehen. Es ist selbsterklärend, ich habe ja schon die Basisserie gesagt, alle Korrektoren funktionieren auf dem Prinzip der physischen Grundregulation, die man eben mit den blauen Platten betreibt, weswegen es sinnvoll ist, natürlich immer mit den blauen Platten anzufangen, vor allem die 1, 2 und 3 beziehungsweise 4. Und wir werden auch in diesem Beitrag sehen, dass es eine wichtige Voraussetzung ist, die Kollektionsplatten, auf die ich heute eingehe, und das sind eben Platten, die jetzt aus der Medizin kommen, die also für organische Interventionen da sind, auf der materiellen, stofflichen Ebene. Da ist es aber so, dass hier schon eine gewisse Grundarbeit verrichtet werden muss, und das wird mit den blauen Platten gemacht. Es kommen immer wieder Fragen auf im Bezug, wann nehme ich eine Platte nur zum Aufladen vom Wasser, wann trage ich eine Platte. Es ist bei den blauen Platten, ob das die 1er oder die 2er ist, aus meiner Erfahrungsanwendung nicht wirklich sinnvoll, die am Körper zu tragen. Ich handhabe das so, dass ich mir in der Früh ein Dreiviertel Liter Wasser auflade, einen halben Dreiviertel Liter Wasser mit der 1er Platte, um das Mikrobiom in, sagen wir mal, von der Ordnung her, von den Informationen her, was sehr stark auf das Mikrobiom wirkt, zu regulieren, um dann am Nachmittag gegen 16 Uhr dann mit der 2er Platte Wasser zu trinken. Ich trinke da nur Wasser, ich trage die Platten selber nicht am Körper. Was ich aber mache, ist zum Beispiel, da hat eben jetzt hier die Firma sehr schöne Behältnisse gemacht, die man an die Duschen hängen kann. Man macht also hier unten die Platte auf, da kann man hier die Platte reinlegen und dann ist die ja mal geschützt vor Wasser. Und das ist so das Standard-Etui, was ich jetzt verwende, wenn ich mich zum Beispiel dusche oder wenn ich mir eine Badewanne mache, dass ich da entweder die 1er oder die 2er reingebe. Je nachdem, wo die Schwerpunkte liegen, habe ich eher mikrobielle Probleme. Dann nehme ich die 1er-Platte, ja, und habe ich, möchte ich entgiften, dann nehme ich die 2er-Platte. Ja, also das einmal grundlegend. Und dann geht es eben jetzt einmal, wie reguliert man seine Organe, sein Innenleben. Das ist jetzt ein großes Thema, was ich immer wieder bei sehr vielen Menschen höre. Und da haben wir natürlich, um unsere systemische Konformität herzustellen, müssen die Organe funktionieren. Jedes einzelne für sich, aber jedes Organ auch in der Assoziation mit anderen Organen. Ja. Der Leber haben wir zum Beispiel die Galle, da haben wir auch die Niere, die sich in die Entgiftung einklingt, oder die Lunge, die dann eben gasförmige Stoffe abtranspiriert, die aus diesen Entgiftungsprozessen entstehen. Also es ist ein sehr komplexes Konglomerat an unterschiedlichen Organen, die bei Entgiftung und bei der Regulation unseres Körpers zum Einsatz kommen. Und da gibt es zwei Platten, die sehr wichtig sind. Das eine ist der Schlüssel zur Gesundheit 1. Das ist eine Platte, die speziell konfiguriert wurde, um die inneren Organe in einer höchstmöglichen Ordnung zu halten. Das heißt, dass die nicht vergessen. Denn wenn im Körper Stress aufkommt, dann ist es oft so, dass die Informationsfelder nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Zellen, die Organzellen können dann eben auch nicht mehr darauf zugreifen und fallen dann in bestimmten Bereichen raus. Es gibt nur noch suboptimale organische Tätigkeit. Und das kann man zum Beispiel dann umgehen mit der 1er, mit der Schlüssel zur Gesundheit 1.
die sehr gut ist, zum Beispiel bei Nierenproblemen, die aber auch zum Beispiel an der Pankreas sehr wichtig ist. Pankreas ist eine unwahrscheinlich wichtige kleine Drüse, die wir durch zu viel Kohlenhydrate sehr stark schädigen und sehr stark überfordern. Denn die baut ja nicht nur antitumorale Stoffe auf und baut auch nicht nur Immunstoffe auf, ja. Da wird auch zum Beispiel Glutathion erzeugt in der Pankreas. Und je mehr die Pankreas beschäftigt ist mit der Kohlenhydratverdauung, desto weniger Ressourcen bleiben ihr übrig. Daher kommt auch die Idee von der ketogenen Diät, was natürlich dann schon extrem ist. Aber man sollte auf alle Fälle in Bezug darauf auch auf Kohlenhydrate achten, denn die sind eines der kausal schädlichsten Mittel, wenn man die im Übermaß nimmt. Es gibt so eine Ernährungsdoktrin, die sagt, und die hat sich aus meiner Sicht auch gültig herausgestellt, man sollte sich ein Drittel mit Fetten versorgen, ein Drittel mit Kohlenhydrate und ein Drittel mit Proteinen. Eine so aufeinander abgestimmte Nahrung und bei den Fetten natürlich auch schauen, dass wir gesättigte und ungesättigte und hochungesättigte Fettsäuren haben. Das ist im Endeffekt der Motor für unser körperliches System. Und da müssen wir halt neben dem Einsatz der Platten auch aus unserem Alltag entsprechend selbstbestimmte Interventionen betreiben. Die Platte macht es aber umso einfacher, das sind also jetzt klassische Platten, die man am Körper trägt. Bei den Kollektionsplatten ist es so, wenn man zum Beispiel jetzt spezielle Probleme mit der Pankreas hat oder mit dem Dünndarm, dann würde ich empfehlen, die Platten auf das Organ zu legen, wo man also die Störstellen hat. Diese Platten wirken lokal aufgetragen am stärksten. Und wenn sich das nicht machen lässt, würde ich am jeden empfehlen, es gibt diese Stofftäschchen, ja, ich zeige es einmal hier, da habe ich zum Beispiel jetzt in dem Fall meine gesunden Zähne drin, da komme ich aber in einem eigenen Thema noch einmal drauf. Und das hängt man sich so rum, die kann man hinten ein bisschen verknuddeln, sodass das dann direkt am Thymus aufliegt. Und der Thymus ist so das Eingangstor in unseren Körper. Ja, er muss auch wieder stimuliert werden, weil er eben so ab der Jugend aufhört, weiterzuwachsen und sich weiter auszubilden. Und von daher ist es sehr sinnvoll, die Platten am Thymus zu tragen, weil die stimulieren den Thymus. Ja. Und vor allem, wir haben hier eine direkte Informationsübertragung, die sehr schnell wirkt. Ja. Das kann man also spüren, aber besser noch ist es, wenn man sie direkt auflegt. Da kann man sich zum Beispiel behelfen, indem man so Stretchgürtel verwendet, Schwitzgürtel verwendet, die man dann anlegt und wo man dann eben entsprechend justiert am Körper und dann die Platte da einfach mit reinschiebt. Also das habe ich selber schon festgestellt, man kann natürlich auch Wasser aufladen, ja, aber die stärkste Wirkung habe ich, wenn ich diese Platten am Körper trage. Die Schlüssel zur Gesundheit 1, die trage ich zum Beispiel, wenn ich merke, dass meine Nieren nicht so richtig wollen. Wir haben momentan ein großes Problem, dass wir eine extreme Entgiftung haben, weil die Atmosphärenelektrizität auch durchgehend sehr starke Ladungspeaks ausbildet, die dauerhaft auf unser Nervensystem abschießen. Und das bedeutet Stress. Und mit Stress werden natürlich auch Stresshormone freigesetzt wie Cortisol, die sehr aufwendig im Körper abgebaut werden müssen. Und dabei entstehen zusätzliche Toxine. Deswegen ist es sehr wichtig, nicht nur viel Wasser zu trinken, ja, und auszuschwemmen. Man sollte generell nur so viel Wasser trinken, wie man auch dann ausscheidet. Denn das ist im Grunde eine Faustregel der richtigen Wasserzufuhr. Das, was ausgeschieden wird, soll man auch wieder nachlegen. Deswegen haben zum Beispiel Kaffeetrinker mehr Wasserbedarf, ja, denn da haben wir über 69 mutagene Stoffe im Kaffee, die sofort ausgeschieden werden. Die Niere erkennt es, kennzeichnet sie als nierenpflichtige Stoffe und dann werden diese Stoffe sofort ausgeschieden und dazu wird natürlich Wasser aus dem Gewebe gezogen. Und dieses Wasser gilt es dann auch wieder nachzulegen. Ansonsten ist Wasser kein Nährstoff, den man dann also über die Maßen hinzuführt, sondern wir haben einen geschlossenen Wasserkreislauf, der einfach immer wieder gefördert werden muss, dass er nicht
in den Verlust geht. Also allzu viel zu trinken ist nicht gesund, zu wenig zu trinken auch ein verbrauchtes Mittelmaß. Und daher ist es eine gute Kontrolle zu schauen, wie oft gehe ich auf Toilette, wie viel uriniere ich dann ab und wie viel muss ich dann an dem, was ich abgegeben habe, wieder zulegen. Ja, deswegen sage ich ja mal, natürlich bei der 1er- und 2er-Platte ist das ein sich selbst ergänzender Mechanismus, aber bei den Platten, die Kollektionsplatten, da geht es dann doch mehr darum, dass wir eine dauerhafte Ordnung auf dem Organ auftragen, was aus dem Gefüge seiner natürlichen Ordnungsfindung ausgebrochen ist. So. Ein weiterer, die Schlüssel zur Gesundheit 2, ist eine weitere Platte, die ich sehr empfehle, denn wir haben ja auch, wie gesagt, mit der 1er Platte eine Platte, die das Mikrobiom organisiert. Wenn man das also in der Früh getrunken hat, hat man schon mal gute Voraussetzungen, dass man dann mit der 2er Platte den Dünn- und Dickdarm entsprechend auch in seiner Funktionalität wieder regulieren kann. Das ist sehr wichtig, denn gerade im Duodenum werden die ganzen Vitamine, die wir uns zuführen, die kommen ja nicht wirkaktiv in unseren Körper, sondern die müssen ja dann im Dünndarm zu aktiven Coenzymen umgebildet werden. Und es sind eine ganze Menge von Vitaminen, vor allem die B-Vitamine, werden also hier dann zu aktiven Coenzymen umgebaut. Und dadurch ist natürlich der Dünndarm sehr wichtig, dass hier auch die Funktionalität da ist. Aber auch Reparaturmaßnahmen, das ist zum Beispiel bei Menschen, die mit Allergien zu tun haben, die haben sehr oft eine angehende Zöliakie, was bedeutet, dieses Getreideeiweiß, das Gluten, das wird im Endeffekt im Dünndarm metabolisiert und dabei entstehen hochtoxische Stoffe. Und wenn der Dünndarm zum Beispiel kleinere Risse hat oder durchlässig ist, dann gehen diese Stoffe in unseren Organismus und lösen eine Immunantwort aus, was bedeutet, dass das Immunsystem dann mitverdaut und diese Gifte sind so hochtoxisch, dass das Immunsystem unwahrscheinlich viele Stoffe dann produziert, Abbaustoffe, Immunstoffe, die in die Verdauung mit eingehen, das muss man sich mal vorstellen. Und es erkennt dann ab einer gewissen Menge, die dann hier an Immunglobulinen ausgebildet wird, dass es dann Antistoffe gegen die eigenen Immunstoffe produziert und dann kommt es eben zu einer allergischen Reaktion. Damit kann ich also sehr effizient mit der Schlüssel zur Gesundheit 2 arbeiten. Es ist auch generell eine Platte, wenn ich merke, ich verdau schlecht, ich habe Verdauungsprobleme, da blubbert es recht, ich habe viel Gasbildung im Magen, dann ist das immer ein Zeichen von einer da niederliegenden Peristaltik. Und dann nehme ich einfach die Schlüssel zur Gesundheit 2 und lege sie mir direkt auf den Bauch. Man merkt ja schon, ob man rechts, links oder Mitte lastig mehr Druck spürt. Also ich lege es immer auf die Stelle, wo ich merke, da ist es nicht in Regulation. Und Freunde, der Darm ist eine der wichtigsten Schaltmomente überhaupt. Es gibt zwar nichts Unwichtiges im Körper, aber der Darm ist extrem wichtig, nicht nur wegen seiner Mikrobiota, die da zu über 80% sich sammelt und die etwa 95% unserer Gene produziert, die wir zur Neukonfiguration unseres Körpers brauchen. Also ist ein geregelter Ablauf, eine Selbsterhaltungssystematik in unserem Darm extrem wichtig und genau das macht der Schlüssel zur Gesundheit 2. Ich habe ja schon vorher erwähnt, die Hauptfaktoren in unserem heutigen Leben, die uns wirklich krank machen, ist Stress. Und dazu gibt es jetzt unter anderem auch zwei weitere Serienplatten aus der Kollektionsserie, nämlich die Norm des Lebens 1. Das ist jetzt eine Platte, die jetzt speziell einerseits zum Stressbewältigung, ich sage jetzt zur Stressbewältigung, damit man besser zurechtkommt damit. Das ist die Abgrenzung zu der anderen. Und dann auch die Anpassungsfähigkeit an neue Bedingungen. Das ist, wenn man zum Beispiel mit alten Gewohnheiten aufhört und in was Neues rein will, dann ist das eine optimale Platte, die diese Übergänge erleichtert. Man nennt sowas Entwöhnung und Entwöhnung ist auch ein neurophysiologischer Aspekt, wo sich neuronale synaptische Verbindungen dann auflösen
und man aus dem Automatismus dann ausbricht und dann leichter in eine neue Lebensbewegung kommt. Und natürlich im Zuge der Stressbewältigung haben wir auch sehr, sehr oft eine Blutdrucksteigerung, weil wenn ich Stress habe, dann verkrampfe ich mich, dann können auch die Gefäße zugehen und dann hat das Herz eine höhere Pumpleistung. Das kann zu einer Erhöhung des Blutdrucks führen, der dann stressbedingt ist. Ja? Also da wäre die Norm des Lebens eine sehr gute Synergie zu diesen beiden Basisplatten, die ich jetzt schon benannt habe, mit dem Schlüssel zur Gesundheit 1 und 2. Und da muss man halt jetzt unterscheiden, geht es jetzt hier um Stressbewältigung oder geht es um Stressabbau? Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die Norm des Lebens, die geht eben eher dann in den Stressabbau mit rein und öffnet neue Wege, wie man dann also sein Leben mit weniger Stress auch führen kann, beziehungsweise Entscheidungen trifft, die dann zu weniger Stresssituationen führen. Das sind manchmal ganz kuriose Geschichten, die einem dann da in den Kopf kommen. Und da ist auch der zweite Aspekt sehr gut beleuchtet, nämlich das Selbstvertrauen, dass man sich also vertraut, was aus der inneren Stimme ins Bewusstsein kommt. Ich wage zu wetten, dass sehr viele Menschen wissen, was für sie gut und schlecht ist, aber dass sie ihren inneren Regungen nicht trauen und sich dann rational entscheiden und meistens dadurch die falsche Entscheidung treffen. Also von daher ist die Norm des Lebens eine sehr gute Platte, die auch Gelassenheit vermittelt. Auch das ist ganz wichtig für den Stressabbau. Auch das ist ein großes Problem von vielen Menschen, die ja an den hohen Stresspegel gewohnt sind. Und wenn der jetzt auf einmal wegfällt, dann fehlt ihnen was. Und diese Übergänge macht sehr, sehr schön die Norm des Lebens 2. Kann ich also sehr empfehlen in der Kombination auch mit Schlüssel zur Gesundheit 1 und 2. Die bringt die Ruhe rein, damit auch und vor allem, dass man auch die Signale, die dann kommen, weil das Schöne an den Platten ist ja nicht, dass die einfach, ich leg die an und die macht dann was. Nein, sie macht uns bewusst, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit dann zu der Platte gehen, die dann irgendwo aufgelegt ist, wo wir gerade Probleme haben. Und uns nur mal ein paar Minuten darauf fokussieren, reinspüren, wie das pocht, was Wärme entsteht oder wie es zum Blubbern anfängt, dann werden wir auf einmal Mitteilungen bekommen. Die sind auf einmal da. Und entweder fällt uns jemand ein, der uns helfen kann, oder uns fällt ein, dass wir ja noch einen Tee im Schrank haben, den wir uns nie machen. Also all diese Dinge, die gilt es zu beachten, wenn man mit den Platten arbeitet, denn die Platten bringen die Information. Was sie nicht tun können, ist, dass sie essentielle Stoffe einfach aus dem Nichts aufbauen. Das geht nicht. Wenn die Zelle sich erinnert, wie sie sich regenerieren kann und wie sie sich wieder in ihre höchste natürliche Form bringen kann, dann braucht sie natürlich auch die Arbeitsstoffe, das ist selbsterklärend. Und um zu wissen, was ich brauche, ist das Beste, was ich machen kann, weil der Bedarf ist ganz individuell und ich kann nur jedem empfehlen, geht's in die Ruhe rein, kommuniziert's mit den Platten, lasst sie mit euch sprechen und ihr werdet sehen, ihr kriegt Antworten und diese Antworten sind wunderbar. Es geht nicht darum, dann groß drüber nachzudenken, sondern es einfach zu tun, umzusetzen, Erfahrungen zu machen, neue Erfahrungen zu machen. Und da liegt im Endeffekt der Schlüssel der Heilung auch enthalten. Eine weitere sehr wichtige Platte ist die Hepa Vita. Die Hepa Vita ist die Leberplatte. Das ist eine Platte, die in mehrfacher Hinsicht momentan sehr, sehr wichtig ist. Denn in der Leber sind vor allem unsere karmischen Schmerzen, unsere karmischen Traumata enthalten, die auf unbewusster Ebene immer wieder mit uns korrespondieren und uns in Situationen bringen, die schon mal da waren, die jetzt ähnlich wieder sind, ja, und die uns dazu auffordern sollen, diese Situation nun komplett aufzulösen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass
die Leber natürlich auch ein kombiniertes Organ ist mit der Galle, hat also auch mit den Fetten zu tun, mit unseren Körperflüssigkeiten, die genau wie beim Auto, wir denken da an die Bremsflüssigkeit, an das Öl und so weiter, ja. Das sind wichtige Stoffe im Auto, wo man nicht sehr viel braucht, aber das, was vorhanden sein muss, muss da sein, weil sonst die Funktionalität des Autos nicht gewährleistet ist. Und genauso ist es zum Beispiel auch in der Leber und der Galle. Wenn man Interventionen macht, zum Beispiel die Leberentgiftung nach Moritz, auch das ist wieder so eine sinnvolle Kombination, wo ich mir dann zum Beispiel das Öl aufladen kann, das Olivenöl, was ich dann am Tag der Leberentgiftung trinke. Und ganz wichtig für die Interventionen, wenn es ums Entgiften geht, entgiftet bitte nur bei abnehmendem Mond. Das machen viele falsch. Denn auch unser Körper reagiert auf den Mond wie unsere Erde mit Ebbe und Flut. Und wenn wir nun mal einen abnehmenden Mond haben, dann haben wir die Ebbe-Situation, dann bringen wir die Schadstoffe auch raus. Wenn wir Flut haben, dann kommt das Wasser auf uns zu, sprich die Energie, die dann eben auch Nährstoffe und Substrate enthält, die unsere Zellen und unseren Körper aufbauen und mit Nährstoffen versorgen. Also es ist vollkommener Blödsinn, in einer Zeit, wo wir zunehmend Mond haben, mit Entgiftungen anzufangen. Da bringe ich nur die Gifte aus dem Körper, die akut rumschwirren, die man eben über die aktuelle Lebenssituation aufnehmen. Die kann man damit schon ausscheiden. Aber die fest eingesessenen Gifte, um die es hier geht, wie auch bei der Leber, ja, alle Traumata, die wir im Leben erfahren haben, sind in der Leber, weil diese Gifte in der Leber sich abgelagert haben. Und wenn diese Gifte gehen, dann geben sie natürlich auch die Informationen ab und dann will die Situation selber auch geheilt werden. Also die Leber ist ein sehr kompliziertes Organ, weil sie erfordert, dass wir auf der einen Seite auf der materiellen Ebene die gesetzten Fakten und Tatsachen korrigieren, zu anderen Entscheidungen kommen, zu einer anderen Wahrnehmung kommen, andere Gefühle, andere Gedanken aufbauen. Andererseits aber ist die Leber in einem Dauerprozess der Entgiftung. Die hat also damit immer zu tun, dass alles rausgeht. Und gerade bei der Atmosphärenelektrizität, die untertags immer abfällt, haben wir dauerhafte Entgiftungen untertags. Das ist die Leber eigentlich gar nicht so gewohnt, weil die untertags eigentlich eher in die anabolen Prozesse einsteigt. Sprich, wenn wir Vitamin D zuführen, die Vorstufen dann aktivieren in aktive Coenzyme, damit es aktiv werden kann, Nährstoffe auch aufnehmen, verteilen, metabolisieren, auch die Galle, ja, die Fette, die wir zuführen, dann entsprechend homogenisieren, damit sie dann für den Körper auch verfügbar werden können. Ja, und natürlich haben wir in der Leber auch eine Hormonfunktion, die stimmig sein muss, und Hormone sind eben auch ein ganz wichtiges Thema, weil die bringen die Botenstoffe, die bringen aber auch die Heilstoffe, die unser Gewebe wieder regenerieren. Also ganz wichtig, ich würde empfehlen, die Hepavita-Platte vor allem am Abend mitzunehmen, ins Bett zu nehmen, denn wir haben zwischen 1 und 3 Uhr die Leberflut. Und die Leberflut ist die maximale Leistung der Leber, da läuft die auf Hochtouren, und wer um diese Zeit eben öfters aufwacht, der kann davon ausgehen, dass er einfach Probleme mit seiner Leber hat, die den Anforderungen nicht gerecht wird. Das äußert sich dann in Stress, ja, und der Stress, der weckt dann auf. Vor allem, wer um diese Zeit zwischen 1 und 3 Nacht wach wird, ist ein Zeichen, dass die Leber Unterstützung braucht. Und das kann ich natürlich auf vielfache Art und Weise machen. Ich bin ein großer Freund vom Chanchapietra-Tee. Das ist ein peruanisches Andenkraut, was auf den Hochebenen kommt, was eben eine Leberreinigung bewirkt, auch die Leber vor der Intoxikation schützt. Ja, man darf auch nicht vergessen, sie hat sehr viele Gifte zu verarbeiten. Und vor allem, weil wir auch eine komplett falsche Hautpflege betreiben. Die Leber muss also all das, was über die Haut nicht abgegast werden kann, weil wir eben mit unserer Kosmetik Schmierölfraktionen draufbringen, die dann die Entgasung der Haut unterbindet. Die sind zu groß, die Moleküle, die legen sich drüber und führen dann dazu, dass wir also ja, Atemprobleme der Haut bekommen. Die kann also nicht abgasen.
Wir merken das sehr stark über Knoblauchessen, ja. Das sind hochtoxische Substanzen, diese Sulfide, die wir da mit dem Knoblauch aufnehmen, und die wirken im Körper und werden dann sofort wieder abgegast, weswegen man zum Beispiel jemanden, der Knoblauch gegessen hat, dann sehr gut geruchlich wahrnehmen kann. Aber wenn das nicht funktioniert, dann muss die Leber einspringen und hat dann eine erhöhte Aufgabe und ist eh schon im Dauerstress. Ja, auch die Lungen, alles, was nicht ausgegast werden kann, muss über die Lungen ausgehen. Ich habe da ein Buch dazu geschrieben über funktionale Kosmetik, wo ich einen der weltweit führenden Wissenschaftler, was Haut betrifft, aber auch der Phytopharmakologie und des biologischen Systems Haut, consultet habe, und auch der hat also eine bestimmte Kosmetik, eine funktionale Kosmetikserie entwickelt, die leider viel zu wenig Aufmerksamkeit von den Menschen bekam, die aber extrem wichtig ist. Ich sage immer, vollkommen verrückt die Menschheit, da frisst man für Milliarden von Euro, wenn man sich einmal den gesamten Markt anschaut, Nahrungsergänzungsmittel rein, um sich zu entgiften. Und die Quelle, wo die Gifte auftauchen, die Haut, die wird komplett vernachlässigt und ist ein komplett unverstandenes Thema. Daher mein Tipp, das Buch über die funktionelle Kosmetik, die man übrigens auch essen kann, wenn man will, so untoxisch ist die, denn in dieser Kosmetik wird alles, was da zugefügt worden ist, von der Haut aufgezehrt, die braucht es auch, und die natürlichen Funktionen der Haut, auch in der Entgiftung, werden hier wiederhergestellt. Auch hier in der blauen Serie die Platte Nummer 6 für die Hautgesundheit oder der Schönheitsfaktor. Bei der exklusiven Serie kann man dazu verwenden, um zum Beispiel seine Kosmetikas aufzuladen, um zumindest den Schaden der Kosmetikas zu reduzieren, die man sich aufträgt, und die Funktionalität der Haut bestmöglich aufrechtzuerhalten. Ja, also soweit einmal zur Leber, die ist unwahrscheinlich wichtig, deswegen ist die Hepavita-Platte schon eine Basisplatte, die man haben sollte. Und jetzt kommen wir weiter zur weiteren Problematik, die wir haben, auch durch die langen Stagnationen in der Atmosphäre, Elektrizität, stellen sich unter anderem ein sehr träger Lymphfluss ein. Und die Lymphe ist ebenfalls sehr wichtig im Entgiftungsgeschehen, gerade wenn sehr viel Gifte freigesetzt werden, was auch in einer Stagnation passiert, durch die Feldladungen, die ja ins Gewebe abschießen, da fallen Reste ab. Und da fallen natürlich auch über den Stress, die Stresshormone, bestimmte Schadstoffe ab, die müssen raus, und ein großer Teil wird eben über den Lymphfluss abtransportiert. Damit verbunden ist zum Beispiel auch die Pfortader, die sehr stark in die Entgiftung ist. Wer da Probleme hat in der Pfortader, der merkt es oft an Hämorrhoiden. Und da haben wir eine sehr schöne Platte, die Quelle der Lamas. Die regt den Lymphfluss an und ist ähnlich wie Chancha Pietra, wo man natürlich auch zur Leberunterstützung Mariendistel verwenden kann. Auch ein sehr gutes einheimisches Gewächs, was man da ansetzen kann und auch mit der Platte aufladen kann. Ja, aber diese Platte, die Quelle der Lamas, die setzt also nicht nur den Lymphfluss wieder an, sondern sie trägt auch zur Blutreinigung bei. Das ist jetzt eine Platte, da würde ich eher Wasser aufladen, da man sich mal einen halben Liter auflädt, gerade in so Zeiten, wenn dann wieder Stagnation angeht oder wenn die Energie abfällt, da man sich dann ein Wasser auflädt, einen halben Liter, und das trinkt, damit man den Lymphfluss in Schwung hält. Man kann auf diese Platte zum Beispiel auch Öle stellen. Ich empfehle immer Olivenölbasis. Was sehr gut ist, ist auch Mandelöl. Das bleibt sehr lange in der Haut. Hat auch ein paar Doppelbindungen. Und die Doppelbindungen sind wichtig für die Speicherkapazität des Öls. Und wenn ich die dann da Viertelstunde, halbe Stunde auflade, das Öl, dann habe ich die Informationen im Öl und kann dann die Informationen zum Beispiel auf den Lymphen auftragen, unter den Achseln, im Leistenbereich, in den Kniekehlen, ganz wichtig für die Leute, die mit Wassereinlagerungen in den Beinen zu tun haben. Da kann ich also sehr schöne Verbesserungen erwirken.
Und auch bei Wassereinlagerungen diese Stellen einfach mit dem Öl einreiben. Man kann da natürlich auch ein bisschen ätherische Öle noch mit dazugeben. Aber es reicht auch, wenn man nur das Olivenöl, Jasminöl ist auch gut oder Mandelöl verwendet, um dann eben den Lymphfluss wieder herzustellen. Also, das ist ganz wichtig. Wir haben dann eine weitere Platte, die ebenfalls wichtig ist, die Platte Judec. Die ist auch aus der Kollektionsserie. Und das wissen die wenigsten, aber die spricht vor allem das endokrine System an. Das heißt, man muss das so sehen, wir sind einerseits ein thermodynamisch gesehen offenes System, weil wir ja Energie und Information von außen bekommen. Die können wir nicht selber aus uns heraus produzieren. Das kommt also von außen. Wir müssen uns ja auch Nahrung zuführen, zumindest im momentanen Stand unserer Wesensnatur. Und von daher sind wir thermodynamisch gesehen ein offenes System. Wir sind aber auch ein geschlossenes System. Ja, die Haut ist das Abgrenzungsorgan und das grenzt ein inneres System ab, wo die Organe miteinander funktionieren. Und dieses Umschalten der inneren systemischen Abläufe, wo die Homöostase sich dann in der Selbstregulation erhält, das ist dann im Endeffekt das endokrine System, die inneren Systemabläufe. Und die werden mit der Judec-Platte sehr stark unterstützt und gefördert. Natürlich gibt es hier dann auch noch einen Eingriff auf die Hormone, die ebenfalls wichtig sind, weil sie die Botenstoffe und die Reparaturstoffe stellen, die eben zur Aufrechterhaltung dieses endokrinen Systems benötigt werden. Also ein ganz großes Thema, deswegen ist die Judec-Platte schon auch eine Platte, die ich als Basisplatte mitempfehle, wenn man an sich selber regulieren will, denn sie vereint zum Beispiel auch, wenn ich jetzt die Hepavita nehme und die Schlüssel zur Gesundheit 1 und die an zwei verschiedenen Lokalitäten am Körper trage, dann vereint die Judec-Platte die Wirkung und macht sie homogen. Dass es also hier keinen Antagonismus gibt und es werden nur die Informationen aus den Platten dann abgerufen, die dann auch tatsächlich in Synergie miteinander wirken, um ein ganzheitliches, gutes Ergebnis zu erreichen. Ja, da kann ich auch empfehlen, die Code of Gobi, das ist ebenfalls eine alte Elite-Platte aus dem Jahr 2019, die wird nicht mehr nachproduziert, da gibt es nur noch ein paar. Auch das ist eine sehr gute Alternative, die man dazu verwenden kann. Das ist eine Kombi-Platte für alles eigentlich, die aus meiner Sicht noch stärker ist wie die Judec-Platte. Solange die also verfügbar ist, kann man auch auf die Code, nicht die Gold, sondern auf die Code auf Gobi zugreifen. Und die kann man eigentlich immer tragen, auch für Bäder und so weiter benutzen. Das ist eine Kombiplatte, die wirklich alles in ein gesamtes homogenes Bild packt, die aber auch eine sehr starke Einzelwirkung hat. Wenn man zum Beispiel undefinierte Symptome hat, Schmerzen hat, dann arbeite ich sehr gern mit der Code of Gobi, die sehr schnelle Linderung bringt und die nicht nur bei Menschen anzuwenden ist, sondern eben auch bei Tieren und man kann das sogar bei Pflanzen verwenden. Dann eine weitere ganz, ganz wichtige Platte ist die Perle Serbiens. Hier geht's, das ist unter anderem auch ein Thema von mir als Raucher, mit Durchblutungsstörungen. Da ist diese Platte sehr gut, die zum einen die Plaques auflöst, zum anderen aber auch die Durchblutung im Ganzen anspricht. Also sprich den systolischen, den diastolischen Blutkreislauf und da eben auch entsprechende Korrekturen macht, kann man ebenfalls unterstützen, ernährungsphysiologisch, zum Beispiel mit dem Bohrwasser, mit OPC, mit Bioflavonoiden und auch ausreichend Vitamin C. MSM ist auch sehr gut als Kollagenbilder, aber das Vitamin P, also die Bioflavonoide, das Vitamin P steht für Permeabilitätsvitamin, was die Permeabilität der Gefäße ermöglicht, so dass wir nicht nur den Dreck ablösen können, sondern dass die Gefäße sich dann auch dehnen können und den Dreck nach außen abgeben können. Das macht die Perle Serbiens, ist sehr, sehr gut, vor allem auch bei Menschen, die mit Ödemen Probleme haben, mit Wassereinlagerungen. Da kann man die Platte direkt drauflegen. Oder wenn man eben an mehreren Stellen des Körpers seine Baustellen hat, ja, dann kann man und sollte man diese Platte am Thymus tragen. Der Thymus ist immer ein Ort,
von dem ich sage, das ist das Zentrum der Energie, wo die Energie mit größter Effizienz weitergegeben wird. Ja, und dann haben wir noch eine Platte, die ich sehr heiß empfehlen kann. Das ist die Willi Kaltzurewski-Platte. Ist ebenfalls eine Kollektionsplatte. Und das ist eine Platte, die jetzt sehr speziell auch auf die Lymphe wirkt. Ähnlich wie die Quelle der Lamas. Da möge man sich einfach mal mit beiden Platten auseinandersetzen und reinspüren, was für einen die richtige ist. Die hat aber noch eine weitere Funktion, nämlich die Entgiftung, dass sie diese Entgiftung eben auch auf enzymatischer Ebene anspricht. Ja, was zum Beispiel passieren kann, wenn man viel mit dem Handy telefoniert. Da hat Dr. Ulrich Warnke ja vor über 10 Jahren schon gezeigt, dass sich dann die Aminosäuren in ihrer Chiralität verändern und dann von linksdrehenden zu rechtsdrehenden Aminosäuren werden, die für den Körper toxisch sind. Was normalerweise zur Datierung verwendet wird, weil dessen Prozess ist, der auf natürlicher Ebene erst nach 1000 Jahren stattfindet oder sogar noch länger. Durch die pathogene Handystrahlung, wo es eben auf die Longitudinalwellen angeht, ja, haben wir den Effekt, dass wir hier eine Chiralitätsveränderung haben, und diese hochtoxischen Enzyme können im Grunde nur vom Gehirn, von Enzymen aus dem Gehirn zersetzt werden. Da kommen sie aber nicht mehr raus, und insofern ist das auch eine sehr schöne und gute Platte, die man unter anderem auch hier am Atlasbereich, im hinteren Bereich tragen kann. Ja, in einem Stirnband zum Beispiel fixieren, dass man sie mal einfach auf dem präfrontalen Kortex auch auflegt. Auch zur Entgiftung giftiger Gedanken ist die Platte sehr, sehr gut. Habe ich auch schon gemerkt, die lösen sich also sehr leicht auf. Und es ist auch der Bewegungsapparat, denn oft haben wir zu wenig oder die falsche Bewegung, sodass der Lymphfluss nicht wirklich ins Laufen kommt. Ja, das waren jetzt einmal ein paar Platten, die ich euch wärmstens empfehlen kann, wenn ihr in dem Bereich eurer Gesundheitsregulation, eurer selbstbestimmten Gesundheitsregulation vorwärts kommen wollt. Die Platten funktionieren bzw. stellen auch die Kommunikation zu den Zellen her. Wir müssen unterscheiden, wir haben keine elektromagnetischen Felder, die von den Platten ausgehen. Wir haben Informationsfeldern, und die werden aus der Kommunikation, wenn also Zellen miteinander kommunizieren, auf sehr, sehr niederfrequenten Bereichen über Mikrowellenstrahlung weitergegeben. Ich erinnere hier auch an den Mikrowellenhintergrundstrahlung unseres Universums, unseres Sonnensystems und so weiter und so fort. Das ist die Informationsmatrix, die da drinnen liegt und wo eben dann auch über diese Röntgenstrahlung im Endeffekt Informationen transportiert werden. Und auch hier sind die Platten darauf ausgerichtet, eine Korrektur zur Norm der Natur vorzunehmen. Das bedeutet, dass die Zellkommunikation besser funktioniert, dass aber auch die Informationen, die ich über die Platten in die Zelle und in den Organismus gebe, dass die eben auch besser funktionieren. Und da wird vielleicht auch das Prinzip jetzt klar, warum wir die Grundregulation mit den blauen Platten brauchen, weil hier im Endeffekt die Leistungsfähigkeit, die Sensibilität unseres Körpers hergestellt wird, mit der wir dann weiterarbeiten. Ja, wir haben natürlich, wie ich schon angekündigt habe, hier nur eine Informationswirkung. Diese Informationswirkung kann nicht aus der Materie einfach Materie kondensieren, aber sie kann dazu beitragen, wenn man bewusst mit den Platten arbeitet, dass man eben dann auch zu den Nährstoffen kommt. Und da werde ich auch noch mal ein paar Filme machen, denn ich mache das ja schon seit jetzt über 30 Jahren, dass ich in der Nährstoffentwicklung und in Vitalstoffkomplexen einhergehe und mich auch auf Detoxifizierung des Organismus spezialisiert habe. Und da gibt es sehr sinnvolle Möglichkeiten, mit wenig viel zu erreichen in einer richtigen Zusammenstellung. Präparate, wo alles Mögliche drin ist, würde ich meiden, weil da haben die Hersteller keine Ahnung, die schmeißen einfach alles zusammen, ohne den Antagonismus zu betrachten und sagen sich halt, je mehr drinnen ist, irgendwas wird dann schon wirken. Das ist nicht Sinn und Zweck. Wenn man Vitalstoffkompositionen macht, dann müssen die Synergien untereinander entwickeln und sie müssen eine ganz klare Ausrichtung haben. Sie müssen mengenmäßig und auch von der Stoffkonformität so konfiguriert sein, damit sie dann auch
eine hohe Assimilierung haben, also sprich eine hohe Bioverfügbarkeit für den Körper. Tja, meine Freunde, das war jetzt ein etwas längerer Vortrag, aber ihr seht, ich habe jetzt relativ schnell gesprochen. Ich könnte hier noch stundenlang weiterreden, weil die Gesundheit ist etwas, ist eine eigene Wissenschaft, wo andere eigentlich nichts drin zu suchen haben. Weil die Gesundheit eine individuelle Sache ist, eines jeden einzelnen Menschen. Und wenn er aus seinem gesundheitlichen Gleichgewicht rausfällt, hat er die Ursachen gesetzt. Und es geht bei der Gesundheitswiederherstellung nicht nur um die Korrektur der Organe und des Metabolismus zur Norm seiner individuellen Natur, sondern es geht auch darum, dass wir als selbstbestimmte Menschen Wege finden, wie wir dem Ganzen zuarbeiten können und wie wir uns sinnvoll ernähren, was wir meiden und was wir bevorzugt zu uns nehmen. Und da kann man schon auch einen bestimmten Sinn unseres Lebens erkennen, der über die Nahrung und über unsere Gesundheit, über unsere selbstbestimmte Gesundheitspflege zu uns kommt. Und das wird in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, immer wichtiger. Einerseits die komplett konfusen Atmosphärenelektrizität. Viele verstehen das nicht, dass diese Energie, die aus der Atmosphäre kommt, unsere Antriebsenergie ist, die uns umschaltet, metabolisch umschaltet. Und wenn da solche Korrelationen auftreten, dann wirkt sich das auch auf unseren Körper aus. Und zum anderen auch die Schumann-Resonanz, wo sich unser Körper ja über die Ordnungswellen mehrmals pro Sekunde abgleicht. Wenn die so starke Dissonanzen aufweisen, geht es nicht mehr. Und man ist immer mehr und mehr auf die Eigenresonanz, auf die harmonische Eigenresonanz, die man aus sich und seinem So-Sein erzeugt, angewiesen. Und da sind die Platten eine immens große Hilfe. Das Einzige, was man tun muss, ist, Ruhe in seinem Leben zu schaffen, um den Messages, um den Botschaften der Platten dann, wenn man in einem aktiven Prozess ist, auch zuzuhören, um zu verstehen und dann auch entsprechend umzusetzen. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen viel Erfolg bei den Interventionen. Viele dieser Platten, die ich jetzt hier vorgeschlagen habe, gerade bei den Kollektionsplatten, die gibt es noch als 5 Elemente. Die sind deutlich günstiger und von der Wirkung her gibt es da nicht wirklich große Unterschiede. Man muss das Wasser ein bisschen länger aufladen, das war's, aber man kann sich hier ein Geld sparen. Ich habe jetzt in den Bereichen, die für mich ganz wichtig sind, mich abgegradet auf 8 Elemente. Die anderen Platten, die so mehr Supportplatten sind oder was, ja, die habe ich jetzt auf den 5 Elementen belassen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber noch gibt es eben die auch als 5 Elemente Platte, wo man sich dann Geld sparen kann. Und wenn ihr meinen Gutscheincode eingebt bei der Bestellung, der erscheint hier gerade rechts oben, dann kriegt ihr noch einmal 10%, beziehungsweise nicht 10%, Entschuldigung, 10 Euro verrechnet bei eurer Bestellung. Also, in diesem Sinne könnt ihr euch ein bisschen was sparen und sehr viel Gutes für eure Gesundheit tun. Vieles ist aus der Medizin, die wir kultiviert haben, nicht mehr möglich, weil unser Körper sich mit verändert. Die beste Art und Weise, den Körper zu unterstützen, und bitte nicht vergessen, wir leben in einem Umbruch. Wir sind gerade dabei, das Alte aufzulösen und neu zu werden. Da heißt Gesundheit nicht unbedingt immer nur Wohlbefinden, sondern es kann auch dann erst einmal zu Verschlimmerungen kommen. Und auch hier ist es sehr wichtig, für sich selbst entscheiden zu können, ist es ein Schmerz, ist es eine Zustandsverschlechterung, die eine Degeneration bedeutet, oder ist es gerade etwas am Arbeiten, was sich wieder neu konfiguriert und besser wird, in die Heilung geht. Also ihr seht, eine große Herausforderung, die auch mit der Arbeit mit den Platten auf einen zukommt, zu der ich euch viel Erfolg, eine hohe Sensibilität wünsche, und natürlich wie immer harmonische Bewegungen in diesen bewegten Zeiten. Euer Hendrik.